Leute, willkommen bei German Assi Playground. Ja, letztes Jahr hatten wir ihn hier und auch dieses Jahr werden wir uns ihn anschauen. Den neuen Corali Kronos, die V2-Version, das ging verdammt schnell. Was ist an dem Wagen anders? Was ist verbessert worden? All das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, Leute, willkommen zum Video. Tja, da ist er. Ich habe mich dann doch entschlossen, den Corali Kronos zu holen. Ich habe, letzte Woche quasi, habe ich mich spontan dazu entschieden, habe mit Spielzeugkiste Apen-Augsburg, dem netten Boris, telefoniert und gesagt, ey, ist noch ein Kronos da? Ich will wissen, was ist verbessert worden. Ich will mir ein Bild von dem Wagen machen. Na klar, zack, bezahlt, hier ist er. Ja, ich habe ihn bezahlt. Ne, das ist ja oft Gesprächsstoff für manche Leute, wie ich so erfahren habe und gehört habe. Das ist der Karton nur. Ne, gehört er mir wieder zu. Hier sind ein paar von den Neuerungen auch beschrieben. Dämpfer ist eigentlich nichts neu gemacht worden, gehe ich von aus. Middle Diff ist jetzt aus Aluminium, mehrteilig. Das ist extra für den Wagen wohl gemacht worden, weil dass die Aluminium Diff 7075, die sehen anders aus, zeige ich euch auch in dem Video. Die ganzen Outdrives und Achsen und sowas soll alles gehärtet worden sein und besser gemacht worden sein als in der ersten Generation. Das werden wir auch sehen. Wir haben natürlich hier die schon bekannten neuen Querlenker verbaut. Riesige, coole Kunststoff-Skidplates sind verbaut worden. Die Kugellager sind auch neu, wie ich jetzt gehört habe. Differenziale und CNC gefräste Aluminiumteile wie das Chassis und die Dämpferbrücken waren auch schon in der vorigen Generation da. Aber auf den Karton gucken ist immer langweilig. Hier ist der Wagen. Ja, Leute, da ist er, der neue Kronos. Sieht verdammt gut aus, muss ich sagen. Also die Karosserieform hat sich ja nicht großartig geändert. Sozusagen eigentlich gar nicht, wenn ich das richtig sehe. Aber die Lackierung oder der Style ist natürlich jetzt viel fetziger und nicht so ganz detailreich, so mit viele versteckte Sachen, aber sieht schon auf jeden Fall gut aus. Also Farben gut gewählt, die Sticker sind noch nicht so ganz detailreich, aber ausreichend. Sieht man hier an der Front, ne? Man erkennt die Lichter, den Kühlergrill, dass da mehr Details gehen, das wissen wir, aber das sieht schon auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Coole Sache auch. Nichts Neues, aber hat Corali sich jetzt hier auch ran gemacht, auch mit ihrem Logo hier drauf, dass die Karosserieklipse an Gummibändern hängen. Sehr schön auf jeden Fall. Eine weitere Neuerung an der Karosserie, auch sinnvoll, auch ein mitgedacht oder gut abgeguckt. Langlöcher hinten an der Karosserie, dass wenn das Auto flext, dass die Karosseriehalter nicht Stück für Stück die Karosserie auseinanderdrücken und auseinanderreißen. Ansonsten hat sie ihre Stabilität auf jeden Fall vom Anfassen her gut behalten. Da ist nichts dünner gemacht worden und drinnen komplett weiß. Die hat beim vorigen Wagen auch schon alles mitgemacht und das wird sie sicherlich auch in dieser Version gut mitmachen. So. Hier haben wir schon mal einen Blick auf das Innere. Aber bevor wir auf das Innere eingehen, gehen wir mal eben drauf ein, was ist damit bei. Als Fernsteuerung kommt nach wie vor das hier zum Einsatz oder die hier zum Einsatz. Die Varioprop Uno Fernsteuerung war schon im vorigen Kronos verbaut. Bin ich auch letztens mal wieder gefahren mit einem Python. Ist okay, definitiv. Bisschen leicht und so weiter. Als RTR-Funke kann man sie schon gebrauchen. Ihr wisst es, eigentlich teste ich immer die Autos mit den Fernsteuerungen, die dabei sind. Hier hat sich nichts geändert in dieser Generation. Deswegen wird die auch dann tatsächlich, mache ich es auch mal und tausche sie direkt aus. Weil ja, ich weiß ja schon, wie die sich verhält und so weiter. Aber ich möchte gleich am besten mit meiner Fernsteuerung hier fahren. Ja, Werkzeug liegt dem Kronos nichts bei, aber halt Anleitungen separate für alle seine Teile, ne, falls man mal was austauschen muss. Ist das clever gemacht. Hier die zur Fernsteuerung, wie man alles einstellt. Endpunkte hat sie auch. Das ist auch ein guter Vorteil von der Funke. Dann ein für den Torx 185, seinen Richter. Ein gelabelter Max 8, wissen wir alles. Hier sehen wir die ganzen Settings. Auch ein schaltbares BEC haben wir, was serienmäßig auf 6 Volt steht. Und wir haben 3 bis 6S und nicht bis 8S, wie es immer noch hier steht. Da müssen wir nochmal nachbessern. Was ich dachte, wo nachgebessert wurde, wäre die Anleitung von der Aufmachung her.
Weil online ist sie in Farbe und ich war mir nicht mehr sicher, ob beim damaligen Kronos die online auch in Farbe war. Aber die hier ist einfach nur ausgedruckt. Ne? Deswegen ist auch alles so extrem dunkel. Aber ihr seht es, Teilenummern wurden überall eingetragen. Das ist auch schon mal ein Fortschritt. Hier vorne ist es auch, sieht man das, da extrem dunkel, die obere Seite von dem Auto. Das kann man natürlich halt durchs Ausdrucken, weil, ja, wenn man sich online anschaut, ist es da auch relativ dunkel gehalten. Hier, wie man Dämpfer befüllt, korrekt und so weiter halt, mit null Rebound. Die Diff-Befüllung kann man hier unten noch sehen. Nicht? Wir haben von Factory, haben wir 500 und 600 CPS in den Dämpfern. Achso, das ist für die Dämpfer hier nur, genau. Und dann haben sie noch Empfehlungen, wenn man Offroad fahren will und sowas, ein bisschen mehr reinmachen oder ein bisschen weniger reinmachen oder so lassen. Diff-Befüllung war hier auch. Dann ist es auf der nächsten Seite. Da hat Coralli auch dran gearbeitet jetzt. Die Diffs waren ja in der vorigen Generation einfach nur leer und leicht gefettet. Jetzt sind sie befüllt. Und zwar haben wir 20.000 CPS vorne, 100.000 in der Mitte, 10.000 hinten. Das werden wir natürlich sehen, ob das so ist. Ist auch das Setting, was sie für Bashen empfehlen. Für Track-Use und Offroad haben sie noch ein bisschen, ja, ich sag mal, moderatere Setups gewählt. So, bevor wir uns den Innereien des Autos widmen, fangen wir natürlich nochmal an eine Sache an, die wir außen noch vergessen haben. Und zwar die Reifen. Das sind die Gripper, so nennen die sich. Die sind nirgendwo aufgedruckt, aber wenn man online nochmal schaut, sieht man das. Ein wirklich guter Reifen, kann man nicht anders sagen. Die haben sich gut bewährt. Haben ein tolles Gripgefühl, große Noppen. Sind ja auch am Dementor verbaut gewesen. Am Dementor V2 sind sie nach wie vor dran. Ich habe schon gesehen, dass Coralli noch andere Reifen im Petto hat, wo die wohl hinterher montiert sein werden. Werden wir noch sehen. Aber da kann man ummaßen. Habe ich nämlich bei Spielzeugarten. Und zwar, wo ist es? Da ist der Aufkleber. Tut mir leid, Boris, den Aufkleber habe ich noch vergessen. habe ich schon in den Coralli-Teilen, wo ich gestöbert habe, was kostet die Ersatzteile so und so weiter, was gibt es schon alles, habe ich tatsächlich neue Reifen von denen gesehen. Sehr gut aussehen, ne? Mal gucken, was da noch so kommt. Ja, jetzt gehen wir an die Innereien. Fangen wir mal mit Elektronik an. Was ist so geblieben? Das ist einmal der Kuron 825 Motor. Normale Baugröße, 2050 kV, also 4274 ist der, 42 wegen diesen Kühlrippen. Kennt man so aus dem RTR-Bereich, wird ja gesagt, ja, das ist hier besser als woanders bei den Autos, da ist auf jeden Fall original alles drin von Hobbywing und nicht irgendwie schlechter. Kann ich nichts zu sagen, hat im vorigen Kronos gut Dienst geleistet und musste da ja auch ganz schön was aushalten durch die Übersetzung. Ist oft sehr heiß geworden, aber hat massig Power. War ich mit definitiv mit zufrieden. Auf der anderen Seite den Torox 185. Ein umgelabelter Max 8, also 150 Ampere, nicht 185 Ampere. Mit einem schönen An- und Ausschalter. Hat sich auch nichts weiter geändert. XT90 Stecker dran mit einem mitgelieferten schwarzen Loop. Ja, schaltbares BEC. Alle Vor- und Nachteile eines Max 8. Also keine Nachteile, alles Vorteile. Ja, Goldkontakt, der Motor ist mit kurzen Kabeln eingesteckt, mit Goldkontakten, 6,5 mm, habe ich schon überprüft. Also da, diesmal sind die alle wunderschön blank und nicht wie damals, also da habe ich nichts zu meckern. Das Setup lässt sich auch umbauen nach wie vor. Gehen wir gleich mal beim Akkufach nämlich weiter hier. Akkufach war okay in der vorigen Version, jetzt haben sie hier ein bisschen größere Wände gemacht, haben hier einen verschiebbaren Abstandshalter eingebaut, den kann man natürlich auch ganz rausnehmen. Die Klettbänder sind, glaube ich, neu. Konnte ich jetzt jedenfalls nichts Gegenteiliges herausfinden. Ich zeige euch zwischendurch mal ein paar Bilder von Akkus, die drin sind. Das sind übrigens neue Akkus von Spielzeugarten. Neue 3S-Serie hat er und auch 4S und 2S. Zeige ich euch nochmal in einem nachfolgenden Video, was da alles los ist. Die habe ich euch mal repräsentativ hier reingetan. So, die 6000 mAh zum Beispiel, die passen hier wunderschön den Mann da rein. Ja, ideales 6S Setup, müsst ihr nur diesen Abstandshalter rausnehmen. Habt ihr Hardcase 3S Akkus, müsst ihr nach wie vor stapeln. Seht ihr halt, dann liegt der obere Akku oben drauf. Da kann ich immer empfehlen, wenn ihr nochmal irgendwo ein langes Klettband habt, einmal so rüberziehen, Kreuz, dass die Akkus nicht nach vorne rausfliegen können. Ne? Und wenn ihr dann größere 6000 mAh habt, wie zum Beispiel jetzt hier zu sehen, das sind 7000er, die sind zu dick für nebeneinander, die müssen gestapelt werden. Ja, aber ich sag mal, 6000 mAh 3S ist ja schon mal auf jeden Fall was, wenn ihr 6S fahren wollt. 6S, ist das in diesem Wagen nötig? In der vorigen Generation wurde definitiv gesagt, nein. Ne? Der war ja, wie wir alle wissen, durch das Hauptzahnrad und die
Internalisierung von den Differentialen. Einfach sehr, sehr extrem. So, mussten ja auch die 110 km/h mussten auch erfüllt werden. Und das konnte er auch tatsächlich. Wir haben es zwar nicht geschafft, also Ingo und ich. Ingo sitzt sich auch die ganze Zeit dazu. Ja, ja, war einfach viel zu windig an dem Tag, aber das Potenzial war zu sehen, aber das ist natürlich überhaupt nicht geländegängig. Auf 4S war das alles schon in Ordnung. Corelli hat sich dem jetzt angenommen und hat das, und zwar haben sie das an dem Middle Diff gemacht. So, da zeige ich jetzt auch einen Aufstand. Das Middle Diff ist aus Aluminium. So, mehrteilig. Und zwar haben sie sich ein größeres Hauptzahn eingebaut. Von ehemals 46 sind sie auf 52 Zähne gegangen. Hier ist übrigens ein Diff-Gehäuse aus 7075. Wie ihr sehen könnt, ist das einfach quasi das Kunststoffgehäuse komplett 1 zu 1 in Aluminium. Wunderschön verpackt. Made in Italy, soweit ich das gehört habe. Ich schreibe hier noch irgendwo drauf. Made in Italy. Da steht tatsächlich. Ja. Größeres Hauptzahnrad bedeutet natürlich auch mehr Umfang. So, und da wurden dann diese Teile hier ins Spiel gebracht. Die erhöhen das, den vorderen Mitteldiffhalter und den Motorhalter um 4 mm nach oben. Das steht sogar noch hier drauf. Ihr könnt auch die Teilnummer dann sehen. 4 mm. Hier ist auch so eine schöne Kante drumherum. Das heißt, ihr könnt den Motorhalter und den vorderen Diffhalter hier schön reinstecken. Das ist also ein bisschen fixiert, besser zum Festschrauben. Und so wurde genug Platz geschaffen, damit das Hauptzahnrad wunderbar arbeiten kann. 13. Ritzel ist hier nach wie vor verbaut. Und ja, jetzt hat sich die gesamte Besetzung ein wenig verändert. Ich bin gespannt, dass man hier nicht runterritzeln muss. Mal schauen. Das wird sich dann zeigen, wenn wir die ersten Meter damit fahren. So, was gehört noch zur Elektronik des Autos? Abgesehen von dem Empfänger, der hier in der zugeschraubten Box sitzt, die einigermaßen abgedichtet ist, aber halt nicht wasserdicht. Das ganze Auto ist nur splash-proof. Ist natürlich das Servo. Auch eine Sache, die im ersten Kronos halt Probleme gemacht hat. Auch ich oder wir waren nicht davon verschont geblieben, dass das Servo ausgefallen ist. Es gab da scheinbar irgendwie was mit dem oberen Diffgehäuse, irgendwelche Probleme. Wenn ihr dann einen Garantiefall bei eurem Händler des Vertrauens gemacht habt, gab es meistens dann das hier. Und zwar ist das ein V2. Das könnt ihr dann natürlich da über meinen Finger sehen. Das ist aber jedenfalls das 7220 Low Voltage Servo gewesen. Metallgetriebe 20 Kilogramm. Jeweils die verbesserte Version, die dann auch wohl besser gehalten hat. So, habe ich nie benutzt. Später war ich hier in 46 Kilometer drin, glaube ich. Ne? Ja. So. Auch da hat Corelli nachgebessert und hat das 7225 verbaut. Das hat jetzt sogar 25 Kilo Stellkraft und ist High Voltage fähig. Daher kommen dann wohl auch die anderen 5 Kilogramm. Und das kann der rote Regler da ja wunderbar auch machen. Ne? Das Aluminium-Servohorn ist halt geblieben. Und bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie sich das verhält. Weitere Änderungen, die am Kronos V1 ein Problem war und auch jetzt behoben wurde, vermeintlich. Erstmal die Metallteile. Wir hatten ja das Problem, dass die Outdrives vom Diff oder halt auch die Gegenstücke an den Rädern und so weiter schnell ausgeschlagen waren. Ziemlich schnell. So, das soll jetzt behoben worden sein. Gehärtet oder anderer Stahl, ich weiß das nicht genau, das werden wir halt sehen. SP2 sagen sie dazu. Hab so ein paar Sachen gehört, dass die jetzt, wie wenn die schon in den vorigen Autos eingebaut wurden, dass die gerne gebrochen sind, weil sie jetzt zu hart waren. Okay, gut, das werden wir sehen. Das war jedenfalls differenzialtechnisch, was hier drin ist, gab es ja so eigentlich kein Problem. Es sei denn, die Diffs sind extrem heiß gelaufen, weil sie zu leer waren, weil die Leute nicht beigegangen sind. Aber was den Antriebsstrang anging, hatten wir beim Kronos V1 keine Probleme. Abgesehen davon, dass die Nüsse hier, die Outdrives, sich schnell abgenutzt haben. Dann etwas, was Corelli auch irgendwie, wo sie wirklich schnell reagiert haben, waren diese sogenannten Service Packs, wo man halt versteckte Querlenker kriegen kann. So, wenn ihr euch den Querlenker mal da hinten anguckt, den unteren. So, hier das Gegenstück, ein alter. Oh, muss man ein Schaf. Ja. Sieht man, kann man hoffentlich erkennen, dass da wesentlich mehr Material da ist. Dann haben sie Folgendes gemacht. Die Spursteine waren ja auch ein Problem. So, haben wir am alten Kronos auch erlebt, dass die Räder vorne plötzlich auseinandergestanden haben. Wir hatten ja das Problem, dass die Spursteine vorne eingeknickt waren, genau am Rad. Dann standen die Räder nämlich so und das andere Rad stand genauso. War nicht so toll.
Da haben sie jetzt hier komplett aus ihrem Kunststoffmaterial, irgendwie HICC8 heißt das, haben sie Spurschutzstangen gemacht, die fix sind. Hinten habt ihr gesehen, genauso. Was sind die Vorteile davon? Erstens, es kann nichts verstellt werden. Das Setup von dem Wagen ist sozusagen so gegeben. Braucht ihr beim Bashen auch nicht. Ne? So, wenn das einmal irgendwie läuft, dann läuft's. Und wenn der Wagen mal einen Schlag kriegt, kann das hier flexen. So, ne? Könnt ihr sehen, ich kann das ein bisschen wegbiegen. Das geht wieder zurück. Hoffentlich biegt sich das nicht komplett durch und bleibt dann irgendwann so, wenn es zu doll wird. Ja, Nachteil, man kann natürlich nichts einstellen. Ne? So, aber ja, wer es mag, es gibt, ist auch in der Anleitung beschrieben, Federstahlstangen gibt es zu kaufen und Rod & Sand sowieso. Viele bauen sich das auch vielleicht an den V1-Modellen an. Müsst ihr mal auf eBay schauen, vielleicht könnt ihr da günstig die schießen. Habt ihr zumindest die Rod Ends und müsst euch nur noch die Federstahlstangen kaufen. Wer es denn mag. Aber ich denke mal, für den ganz normalen Bash-Einsatz reicht es. Ne, die vorderen Querlenker oben und unten wurden natürlich auch wesentlich verbessert. Eine Sache, die den Kronos oder halt auch den Shogun, sein Truggy-Bruder, ausgezeichnet haben, sind diese Versteifungen hier. Von der gefrästen Dämpferbrücke runter hier genau vor die aufs Chassis, wo es halt auch ein bisschen breiter wird, und genau vor die Seitenwangen. Diese wurden auch durch die Service Packs verstärkt an den kritischen Arealen. Die Felder hier zum Carbon oder sowas reintun sind nach wie vor geblieben. Auch die große mittlere Strebe, die vom Bulkhead hier runter geht und nach vorne läuft, auch das ist alles noch da und nach wie vor verstärkt worden. Da gab es ja bei manchen Leuten auch Probleme. Da hatten wir tatsächlich aber keine Probleme. Eine Sache, die ich beim Kronos bemängelt hatte in der V1, waren die nicht verstellbaren Karohalter oder Karosseriehalter. Hier vorne sind sie nach wie vor separat und hier sehen wir auch die Verstrebung runter bis zum Mitteldiff. Auch die wurde massiv verstärkt. Auch hier kann man Carbon reintun und so weiter. Aber die Karosseriehalter sind nach wie vor hinten verbunden mit diesen Teilen. Das heißt, wenn ihr das wirklich kaputt kriegt, müsst ihr mal das ganze Teil kaufen und nicht ein Karosseriehalter oder nur die Strebe. Aber auch da wurde ordentlich an Material aufgetragen. So, was wohl auch oft passiert ist, uns leider nicht, was heißt leider zum Glück, ist, dass hier oben auf der Lenkplatte die Querlenker auch gerne ausgerissen sind. So, da hat Coralli jetzt ein Aluminiumteil eingebaut, das seht ihr hier. So sieht das gute Stück aus. Um das zu verbauen, braucht ihr dann aber auch halt die V2 Lenkplatte, die natürlich passenderweise bei diesem Fahrzeug schon dabei ist. Wenn ihr übrigens ein minus 2 oder ein minus 1 hinten dran habt, ist das meistens ein Zeichen für neue Teile. So, damit halt auch die Form von dem Aluminiumteil passt. Was auch gerne ein Defekt war bei vielen Leuten, ist, dass die Ackermann-Platte, die Lenkgestänge hier unten drin, die Aluminiumstrebe sich gerne einfach verbogen hat in der Mitte. Die war einfach zu dünn geraten. Dachte ich auch erst, das wäre uns passiert, als die Räder auf einmal auseinander standen, aber es waren halt die Spurstangen. So, da hat Coralli auch verbessert. Und zwar haben sie das hier verbaut. 70, 75, 3 mm stark. So, die sieht echt ziemlich fett aus. Die ist da drinne. Und damit ist auch dann das Problem beseitigt. Zusammen mit den Spurstangen. Die Spurstangen seht ihr hier nochmal. In ihrer Pracht sozusagen. Dürfte das eigentlich ziemlich gut halten jetzt. Jetzt haben wir einen Blick von unten. Ja, schönes schwarz eloxiertes Chassis, nach wie vor sehr dünn gehalten mit dicken fetten Seitenwangen, die von oben nach wie vor reingeschraubt werden. Was ich echt verdammt cool finde, muss ich sagen, und was ich eigentlich bei jedem Auto gerne sehe, haben ja mittlerweile auch einige Fahrzeuge jüngsten Zeit verbaut, serienmäßige Skidplates. Auch wunderschön mit so roten Senkkopf unter die Scheiben verbaut. Und das Design sieht ein bisschen bekannt aus. Sind natürlich auch komplett aus Kunststoff, aber auch verdammt dick. Auch die kann ich euch mal eben so zeigen. Da ist wirklich einiges an Material. Das wird sicherlich auch eine stützende Funktion erfüllen. Auch die vordere Skidplate. Hier ist auch ein Stück um den Querlenkerhalter herum als Schutz. Hinten ist das auch ein bisschen gemacht. Das ist natürlich nicht der Querlenkerhalter. Aber, ja, bietet auch einfach einen Schutz, falls hier irgendwie was gegenkommt und sowas, dass da nicht sofort irgendwas mit passiert. Komischerweise ist hier hinten der Bereich, weil hier wird ja die Wheelie-Bar mit eingebaut, beim Dementor zum Beispiel. Oder wenn ihr euch
alternative Wheelie Bars, Robby von AAP Design, wird das hier alles mit verbaut. Geht ziemlich weit nach draußen, der Heckbumper quasi, der in die Skiplane integriert ist. Vorne ist ein bisschen kurz geraten. Aber ja, wie ihr jetzt seht, bei der Karosserie steht das auch einigermaßen ein bisschen über. Hat auf jeden Fall einen guten Look. Und ja, so Skiplates, sorgt einfach dafür, wenn ihr die von Anfang an verbaut, werdet ihr sehen, die Schrammen hier kommen nicht so schnell durch, wie sie es durchkommen würden, oder wie sie kommen würden, wenn diese Skiplates nicht verbaut werden. Hier nochmal ein Blick auf die Querlenker von unten. Auch hier lassen sich Versteifungen überall einbauen, wenn man das denn möchte. Ja, der Spoilerhalter war ja auch so ein Problem in der ersten Generation. Ist auch kaputt gegangen bei uns. Da wurde auch einiges gemacht. Wie man hier sehen kann, ist hier ein Teilverbot, was in der Mitte ist. Ihr seht noch weitere Aufnahmen jetzt. Und was sich hier an der Dämpferbrücke abstützt, zusammen mit den Karosseriehaltern hier quasi. Die Schrauben gehen hier durch. Dann haben wir hier oben auch rotedoxiert ein durchgehendes Teil, halt, was jetzt Spoiler sich hat und nicht mehr einzelne. Hier seht ihr dann auch, wie das Teil da durchragt. Hier ist er auch gerne kaputt gegangen bei uns. Das ist alles verstärkt worden. Und der gesamte Spoilerhalter ist ein Monocoque-Teil. Hier seht ihr auch, wenn ihr ihn irgendwie verstellen wollt, sprich, wenn er hier verstellt wird, dieses Teil kann mitverstellt werden, weil hier haben wir noch ein weiteres Loch. Das ist auch alles. Ja, ganz gut gemacht. Hier sehen wir nochmal den Stabi, der schön mit so einem roten Stellteil da festgehalten wird, damit er seinen Dienst verrichten kann. Ja, Knochen hinten nach wie vor, CVD ist vorne. Hier ist nochmal der fette Heckbumper. Ja, und die neue Wheelie Bar, die einredig ist, wird dann hier alles verbaut und lag dann hier hinten raus. So, jetzt sind wir auch, glaube ich, am Ende angekommen, haben alles abgekaspert, so ziemlich alles. Middle-Diff ist immer noch gut zugänglich, indem man den Tower hier losschraubt. Was auch verändert wurde, fällt mir jetzt gerade auf. Beziehungsweise ist es mir schon vorher aufgefallen, aber jetzt sehe ich es noch halt. Dass diese Schutzabdeckung auch verändert wurde. Vorher konnte die überhaupt nicht sehen, was sie beim Ritzenspiel hier macht, weil das hier rumging. Das haben sie jetzt geöffnet, da kommen wir jetzt wunderbar ran. Slide Motormount mittlerweile halt einfach auch schon Standard bei den Autos. Nach wie vor hier auch geblieben. Da hat sich dann auch nichts weiter dran getan. Ja, der Tower ragt immer noch nicht ganz bis in die Karosserie rein. Da könnt ihr halt dann ja noch irgendwie Schaumstoff drum anbringen, damit dann auch wirklich eine Funktion erfüllt. Ich bin eigentlich ganz gut beeindruckt, muss ich sagen. Coralli hat das innerhalb kürzester Zeit, also diese Service Packs kamen da wirklich schnell und das wurde auch sehr fair oder auch sehr zuvorkommend abgeregelt, muss ich sagen. Ich habe da nicht lange teilgenommen, aber ja, für die, die es gekriegt haben, war das sicherlich eine tolle Sache, dass man da wirklich für einen geringen Preis verdammt viel bekommen hat. Das kann man, ja, das muss man auf jeden Fall, kann man das schon mal festhalten. Ich bin sehr gespannt, was wir dieses Mal mit dem Auto erleben werden. Ob jetzt irgendwo sich neue Sachen eingeschlichen haben oder nicht, werden wir sehen. Auf jeden Fall muss man sagen, das ist auch heute wirklich, das muss man eigentlich auch machen halt, ne? Das machen auch andere Firmen, die wir hier häufig sehen auf dem Kanal. Die hören auf die Community, mal schneller, mal langsamer. Coralli in diesem Fall wirklich schnell und machen das. Sie bleiben nicht auf ihrem hohen Ross wie andere Firmen und leben in der Vergangenheit. Das muss man heute machen und da haben sie definitiv schnell alles umgesetzt und haben gemerkt, hey, wir reden hier mit Leuten, weil die haben dann wirklich mit vielen, vielen Leuten kommuniziert, die ich auch alle kenne. Und ja, haben im Endeffekt auf diese Leute auch dann gehört, weil sie gesehen haben, okay, das, was die sagen, das hören wir jetzt ja immer häufiger, da muss ja was dran sein. So, und haben auch ihren Preis behalten, die Wagen, die UVP 589 Euro nach wie vor, werden jetzt teilweise günstiger verkauft. Wie gesagt, den habe ich bei Spielzeug Abend gekauft. Rucki-zucki ging das alles, danke dafür, lieber Boris. Und ja, das soll es dann gewesen sein. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange, bis wir den Wagen hier sehen. Wir werden auch gucken, dass wir auch wieder Speed-Testen sogar dann machen. Mal gucken, wie schnell er jetzt serienmäßig ist. Dürfte jetzt ja nicht ganz so schnell sein, sondern auch besser zu fahren sein. Und ja, wie gesagt, Fernsteuerung wird diesmal direkt ausgetauscht. Die kennen wir schon, die vorige. Da kommt dann die Fernsteuerung des Vertrauens dran. Und dann sehen wir dann auch bei den Kronos wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal.